Es gibt keine Trennung zwischen dir und deinem Liebsten. Es gibt keine Trennung. Trennung findet nur statt, wenn du dich abtrennst von deinem Divine Design, von deiner Liebe, von dem, was du wirklich bist. Und wenn du Trennung erfährst, dann hast du dich zuerst abgetrennt. Du hast dich in den Mangel begeben. Du hast dich in die Vorstellung begeben, dass dein Wunsch nicht erfüllt ist, dass dein Wunsch nicht erfüllt sein kann. Ja, in diesem Video möchte ich über Ho'oponopono sprechen, ein hawaiianisches Vergebungsritual. Dieses hawaiianische Vergebungsritual ist dadurch bekannt geworden, dass es eigentlich mit vier Sätzen erklärt wird. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich, danke. Aber da steckt so viel mehr dahinter, da steckt so viel mehr Power dahinter. Und zwar steckt da wieder die Vereinigung dahinter, das Einssein in Liebe und in Erfüllung. Und insbesondere, wenn du eine spezielle Person zurück manifestieren willst, ummanifestieren willst, verändern willst, eine Beziehung verändern willst, die du mit jemandem hast, dann ist es genau das, was du brauchst. Denn du musst aus dieser Trennung aussteigen. Diese Trennung hat im Außen etwas manifestiert, was du nicht haben willst. Irgendwie keine Kommunikation, schlechte Kommunikation, Lieblosigkeit. All diese Dinge, die du nicht haben möchtest. Und die sind dadurch entstanden, dass du dich von deiner Liebe getrennt hast, du dich von deinem Divine Design getrennt hast, du in einem Zustand der Nichterfüllung deiner Wünsche warst und das Außen dazu genutzt hast, um dir zu beweisen, dass deine Wünsche nicht erfüllt sind. Und Reaktionen, Gespräche, Aussagen, Situationen dazu genutzt hast, um dir zu beweisen, hier geht es um Nichterfüllung, mein Wunsch wird nicht erfüllt, meine Liebe wird nicht erwidert, ich werde nicht respektiert, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht anerkannt. Und genau das muss verändert werden durch die sogenannte Vergebung. Und diese Vergebung heißt, ich vergebe mir, dass ich in der Nichterfüllung war. Ich vergebe mir, dass ich nicht mehr die Liebe sehen konnte, dass ich nicht mehr die Zweisamkeit, die Vereinigung, die Verbindung mit meinem Liebsten, mit dieser speziellen Person, egal in welcher Beziehung zu dieser Person stehst oder standest, du vergibst dir, dass du das nicht mehr gesehen hast, dass genau diese Erfüllung da ist, dass du in der Person nicht mehr die Divine Design Version sehen konntest, die dich genauso liebt wie du, weil du nicht geliebt hast, weil du in der Trennung warst, weil du im Mangel der Liebe warst, weil du im Mangel der Anerkennung des Divine Design warst, weil du nicht mehr respektiert hast, dass Divine Design und Erfüllung herrscht, weil du zurückgewiesen hast. Und genau das machen wir. Und dann zeigt sich das im Außen, indem wir genau das zurückgespiegelt bekommen. Wir werden zurückgewiesen, wir werden abgelehnt, wir bekommen keine Liebe, wir bekommen keine Zweisamkeit, wir bekommen keine Verbindung mehr hin, weil wir diese Verbindung gekappt haben. Und wenn du jetzt diese Macht, diese Power dieser Vergebung nutzt und einfach nur sagst, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und du sagst es zu dir selber, du sagst es zu deiner Manifestationskraft, du sagst es zu dem anderen, der mit dir nicht getrennt ist, du sagst es, weil du es gemacht hast, du übernimmst komplette Verantwortung und du sagst, bitte verzeih mir. Es tut mir leid, dass ich hier getrennt war, dass ich Trennung manifestiert habe, dass ich Lieblosigkeit manifestiert habe, vor lauter Angst zurückgewiesen zu werden und keine Liebe zu bekommen, vor lauter Angst verletzt zu werden und nicht geliebt zu werden, habe ich mich getrennt von meiner Liebe, von meiner liebenden Vorstellung dir gegenüber, lieber Partner, liebe andere spezielle Person. Ich habe mich getrennt, ich konnte dich nicht mehr in Liebe sehen, vor lauter Angst. Vor lauter Human Design, vor lauter Verletzungen aus dem
aus der Vergangenheit, bitte vergib mir, bitte vergib mir. Und dann wirst du merken, wie sich dein Herz aufsprengt. Dann wirst du merken, wie du wieder in diese Liebe kommst, wie du wieder in den Zustand kommst, dass Erfüllung die einzige Wahrheit ist, die herrschen kann. Und dass du alleine die Person warst, die getrennt war, dass der andere nie von dir getrennt war, dass du in Trennung gegangen bist. Und zwar lange bevor die Trennung sich im Außen gezeigt hat. Bist du schon selber in diese Trennung gegangen? Du hast zugemacht. Du warst nicht im Divine Design. Du hast nicht aus dem Divine Design gesehen und betrachtet. Du hast alle Sachen gesehen, die du nicht wolltest, die du abgelehnt hast. Und dafür entschuldigst du dich, weil es dir so leid tut, weil du weißt, dass das warst nicht du, das war nicht deine Liebe, das war nicht deine Wahrhaftigkeit, sondern es war deine Angst, das war deine Verletzung, es war deine vergangene Geschichte und dafür entschuldigst du dich. Und es tut dir so, so leid und du vergibst dir und du bittest um Vergebung bei dir selber, bei deinen Vorstellungen, bei deinem Divine Design. Du vergibst und bittest um Vergebung, dass du ins Human Design abgedriftet bist und du sagst, es tut dir leid. Es tut dir leid. Und dann kommst du zurück in dein Divine Design. Du kommst zurück in deine Liebe. Du kommst zurück in dein offenes Herz. Du kommst zurück dahin, wo du ursprünglich einmal warst, bevor du die Angst bekommen hast, bevor du gedacht hast, oh mein Gott, ich muss zumachen, ich muss mich abgrenzen, ich muss ablehnen, ich muss mich schützen. Und dein Herz sich verschlossen hat und der andere sich eben genauso verschlossen und getrennt gefühlt hat, weil du die Verbindung der Liebe gekappt hast, weil du die Erfüllung deiner Träume gekappt hast, weil du so fokussiert warst auf die Nichterfüllung deiner Träume, weil du so fokussiert warst auf jedes Wort der Ablehnung, auf jede Geste, auf jede nicht erhaltene Nachricht, auf jede unfreundliche Antwort oder auf jede Nichtreaktion auf dich. So sehr warst du fokussiert und jetzt kommst du zurück in diese Verbindung der Liebe, die du mit jedem Menschen hast, herstellen kannst, weil Trennung nicht herrscht, weil Trennung eine Illusion ist und du öffnest wieder dein Herz. Die Vergangenheit hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Die Vergangenheit ist irrelevant. Du bist wieder da, wo du hingehörst. Du bist wieder in deinem Divine Design und alles, die ganze Welt mit dir, dein ganzes Universum, deine spezielle Person, alle speziellen Personen in deinem Universum sind zurück in der Liebe, sind zurück in der Bedingungslosigkeit. Und alles, was war, hat überhaupt keine Relevanz mehr, sondern nur das, was jetzt ist, das, was du jetzt bist, wahrhaftige Liebe, wahrhaftiges Divine Design, wahrhaftige Verbindung, ohne irgendeine Trennung von nichts. Und da bist du wieder angekommen. Und du fühlst dich so weich an, du fühlst dich so offen an, du fühlst dich so empfänglich an. Du bist wieder empfänglich für Liebe, du bist wieder empfänglich für Verbindung, du bist wieder empfänglich für das, was du haben möchtest. Und dann bedankst du dich und sagst danke, danke, danke. Weil du weißt, es ist geschehen, weil du weißt, du bist wieder da, du bist wieder bei dir angekommen, du bist wieder in deinem erfüllten Wunsch angekommen, du bist wieder in deinem Divine Design angekommen, du bist wieder in der Erfüllung, es ist erfüllt, du weißt, es ist getan, du weißt, du bist wieder da. Und wenn du weißt, du bist wieder da, du bist wieder in deiner Liebe, weißt du auch, dass der andere wieder da ist, in seiner Liebe für dich, in seiner Liebe für sich, in dem liebenden Universum der Erfüllung, der Göttlichkeit, dessen, was wir wirklich sind, in Wahrheit, alle sind wieder da, weil du da bist. Und das ist so ein grandioser Prozess, der genauso zu verstehen ist und genauso anzuwenden ist und nicht nur irgendwie als Sätzchen zu sagen ist, sondern wirklich zu erkennen, oh mein Gott, scheiße, ich war getrennt und deswegen ist meine Person von mir getrennt und von unserer Liebe getrennt. Wir sind hier im Mangel. Wir sind hier nicht in der Verbindung. Wir haben keinen Austausch mehr. Wir haben nichts mehr, weil die Liebe weg war und ich habe sie weggenommen und ich verzeihe mir und ich bitte um Verzeihung. Und die Verzeihung ist immer da, weil in diesem Moment, wo ich aussteige und eben dieses Verzeihen heißt aussteigen aus der Trennung und wieder in die Einheit zu kommen, das ist der Zauber, das ist die Kraft, das ist die Macht des Ho'oponopono, hawaiianisches Streitschlichtungsritual. Es ist aber so, so viel mehr, wenn man genau
die Energie dahinter, versteht genau den Shift, versteht, der passiert aus dem Human Design, aus der Trennung ins Divine Design, in die Einheit, in das Ich bin alles, ich bin Liebe in Wahrheit, ich bin Erfüllung in Wahrheit, ich bin der erfüllte Zustand in Wahrheit. Ja, ich hoffe, dir gedient zu haben mit diesem Video. Bitte vergesse nicht zu liken, zu kommentieren und zu teilen, damit wir alle in unsere Divine Design Manifestationskraft einsteigen und ein Leben aus höchster Erfüllung und höchster Liebe manifestieren. Ich freue mich riesig, dass wir auf einem tollen, schnellen Weg sind zu 2000 Abonnenten. Sobald wir angekommen sind, verlose ich ein 1:1 Coaching mit mir, das dir einen riesen Booster gibt in deine Wunscherfüllung. Wir sehen uns bald. Bis dann. Ciao.